Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dossier in ARK Survival Evolved, welches gerade veröffentlicht wurde. Und zwar handelt es sich dabei um den Megalosaurus. Er ist ein Carnivore, also ein Fleischfresser, und vom Temperament her ist er nachts aggressiv. Ihr könnt ihn sowohl zähmen als auch reiten. Genauso wie die anderen Theropode der Insel ist Megalosaurus ein aggressiver Fleischfresser, den man nicht unterschätzen sollte. Im Gegensatz zu den anderen Theropoden ist es primär eine nachtaktive Kreatur. Wenn sich die Morgendämmerung nähert, sucht sich Megalosaurus einen abgelegenen Ort, um den Tag dort relativ sicher schlafend zu verbringen. Obwohl es nicht der stärkste Theropod ist, ist es sehr gefragt bei nachtaktiven Räubern. Aufgrund seines nachtaktiven Wesens wird Megalosaurus bei Nacht viel beeindruckender. Attacken ausweichen, sparsames Umgehen mit Stamina und genaueres Angreifen, das sind nur ein paar seiner verbesserten Talente. Wird es jedoch im Gegenzug am Tag gestört, ist Megalosaurus bedeutend träger. So oder so ist seine primäre Angriffstaktik, sich in seine Beute zu verbeißen und diese mit eisernem Griff festzuhalten. Nur größere Kreaturen können die Hoffnung haben, diesem verhängnisvollen Biss zu entkommen. Megalosaurus beißt auf seiner Beute schließlich so lange herum, bis es tot ist. Es ist ein grausames, furchteinflößendes Spektakel, welches man beobachten kann und zeitgleich eine beeindruckende Taktik für einen Tribe, um gegen deutlich flinkere Ziele vorzugehen. So, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung zu diesem Dossier. Ich wurde einmal gefragt, ob ich das machen könnte, und deswegen werde ich das hier jetzt einmal tun. Schauen wir mal, ob euch das zusagt oder nicht. Auf jeden Fall, was ich von dem Megalosaurus halte, ich finde es sehr interessant, dass er bei Nacht aggressiv ist und dadurch ja auch deutliche Vorteile bekommt. Für mich war die Nacht eher immer so, ja, hat jetzt nicht wirklich für mich Sinn gemacht, deswegen habe ich eigentlich immer so die Nacht relativ kurz gehalten und den Tag länger von den Einstellungen her, weil ich bei Nacht einfach, ja, nicht effektiv etwas machen konnte, wo ich jetzt für mich sage, das kann ich jetzt nicht auch am Tag machen. Jetzt ist es natürlich bei dem Megalosaurus eine Überlegung wert, die Nacht deutlich länger zu machen, wenn er daraus solche Vorteile zieht. Dann haben wir ja schon laut dem Dossier gehört, ist er ja deutlich stärker als am Tag. Und was auch noch sehr interessant ist, ist seine Kampftaktik, wo er ja die Beute festhält. Und eventuell kann das ja, also das wird auf jeden Fall nützlich sein beim Jagen und eventuell ja auch beim Zähmen, wenn er euch halt die Beute festhalten kann, anstatt dass ihr flüchtet. Ich meine, so manche Kreaturen, die flüchten ja ganz gut und gerne. Und wenn das so sein könnte, dass ihr seinen Biss dazu benutzen kann, um eben diese Beute festzuhalten zum Zähmen, dann fände ich das ganz interessant. Also wir sollten abwarten, aber ich finde, es ist eine ganz interessante Kreatur. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr von dem Megalosaurus haltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Dossier. Bis dann.